Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich grüße wie immer euch da draußen, alle Elektrobegeisterten am Sonntagmorgen. Es ist noch etwas dunkel draußen, es ist neblig und wir testen jetzt unseren Autopiloten. Was ist möglich? Haben wir Phantombremsungen? Bei dieser Sicht kann ich meine Hand am Lenkrad halten, permanent, ohne dass das Auto mich auffordert, am Lenkrad zu drehen. All das werden wir jetzt testen in diesem Video, Leute. Und los geht's. Wir sind im Autopilot. Ich hoffe, man kann hier irgendetwas erkennen. Ich greife mit der linken Hand zum Lenkrad. Und jetzt schauen wir mal, ob das möglich ist, ob die Innenraumkamera genug Licht schon hat, ob Infrarot hier eine Rolle spielt bei den Kameras. Das ist immer so eine Frage. Es soll ja angeblich bei Dunkelheit die Innenraumkamera auf Infrarot umschalten. Und jetzt schaut her, er fordert mich auf zu drehen. Es wird nicht meine Hand erkannt. Aber ich habe jetzt... Oh, eine Bremsung, Leute. Schaut euch diese Bremsung an hier. An der ersten Kreuzung gleich. Eine Bremsung. Das Auto spielt förmlich verrückt. Ich habe keine Navigation eingeschaltet, aber das war jetzt schon wieder ein kurzer Wake-up-Call in der Früh um 7.22 Uhr. Leute, es ist dunkel. Das Auto wird nur von Kameras überwacht. Ist es wirklich möglich, ein Robotaxi zu fahren, nur mit Kameras bei Dunkelheit? Vielleicht bei leichtem Nebel? Was spielt hier eine Rolle? Wir werden alles testen natürlich, wie immer. Hier breite Landstraße, gut markiert, leichte, langgezogene Rechtskurve. Das Auto fährt wirklich flüssig hier durch. Und es kam keine weitere Aufforderung um 7.23 Uhr. Es wird etwas heller draußen, aber nur etwas heller. Wir fahren jetzt gleich auf die Autobahn. Aber diese Bremsung hier an einer Kreuzung gleich, die war jetzt schon etwas seltsam und merkwürdig. Also mit solchen Bremsungen hat man immer zu rechnen. Immer, wirklich immer. Es gibt einfach ja keinen Tag, wo es keine Bremsung gibt, sage ich jetzt mal. Schauen wir, was hier passiert. Wieder eine Zufahrt auf diese Straße. Wir blinken nach, halt, ne, wo fahren wir hin? Ja, nach München müssen wir, genau. Jetzt, ewig lange Wartezeit hier, um auf die Autobahn zu kommen. Jetzt fahren wir drauf, es wird draußen langsam heller. So, das Ganze wird jetzt sehr, sehr interessant werden. Ist es jetzt schon möglich, ohne Lenkrad zu drehen? Oh, jetzt kommen wir in starken Nebel. So, wir blinken erstmal. So, sind jetzt im Autopilot unterwegs. Fahren jetzt über hügeliges Terrain, hügelige Landschaft im Nebel. Was kann das Auto sehen draußen? Ist es möglich, jetzt hier so zu fahren? Ich habe meine Hand links am Lenkrad, will nicht drehen. Wir werden sehen, wann die erste Aufforderung kommt. Kommt eine Aufforderung jetzt, da es minütlich heller wird. Wir fahren 122 km/h im Autopilot. Jetzt durch eine Senke, könnt ihr Nebel geradeaus sehen. Die Bäume sind leicht umhüllt von diesem Nebel. Links im Tal, starker Nebel sogar. Autopilot fährt. Eine Bremsung heute erst und es kommt keine Aufforderung. Also jetzt ist es anscheinend hell genug im Auto und es ist einfach nicht zu nutzen, wenn es dunkel ist im Auto. Man muss leicht drehen, ihr habt es gerade gesehen. Es ist erst 5 Minuten her gewesen, wo wir noch drehen mussten. Aber jetzt von Minute zu Minute wird das Ganze besser. Kommen jetzt zur Autobahnausfahrt.
dann noch ein kurzes Stück auf der Landstraße Richtung ChargePoint Electroverse. 46 Cent pro Kilowattstunde, Toppreis, gilt das ganze Jahr. Wer immer noch nicht diese Karte hat, es kristallisiert sich immer mehr raus, dass diese Karte zuverlässig ist in ganz Deutschland bei ChargePoint, bis auf wenige Ausnahmen ist das Ganze möglich und ich lade hier nach wie vor gerne. So, das Ganze hat jetzt wirklich gut funktioniert auf der Autobahn. Also hier gab es jetzt keine Probleme. Die Sicht ist anscheinend ausreichend fürs Auto. Auch draußen. So, links, rechts geht's. Wir befinden uns jetzt auf einer Landstraße Richtung Landshut. Schalten jetzt wieder in den Autopilot. Ja, also jetzt sieht das Ganze wirklich gut aus. Ich muss nichts machen, meine Hand befindet sich nach wie vor links am Lenkrad gehalten. Ich muss nicht drehen, es kommt keine Aufforderung mehr. Das Auto bremst jetzt hier schon leicht ab vor dem Kreisverkehr. Wir wissen, dass das Auto hier mit der Standard-Software keinen Kreisverkehr fahren kann. Ich werde jetzt gleich beschleunigen. Leute, passt auf, er zieht nach rechts. Ich gehe auf die Bremse raus aus dem Autopilot und jetzt wieder rein. Ja, ich habe nicht geblinkt, es ist aber auch weit und breit keiner unterwegs, weder hinten noch sonst irgendwo. Jetzt kommt ein Auto. So, wir beschleunigen hier. Also das Ganze funktioniert jetzt bestens. Wir fahren 100 km/h, kommen wieder auf einen Kreisverkehr zu. Jetzt will er aber leichtes Drehen. Also jetzt war das anscheinend gerade ihm zu wenig. So, Kreisverkehr kommt. Raus aus dem Autopilot. Es ist immer noch hinter mir keiner, neben mir keiner, vor mir keiner. Ich blinke jetzt nicht. So, wir sind wieder im Autopilot. Der nächste Kreisverkehr kommt auch gleich wieder. Hand wieder am Lenkrad. Ja, also bis auf einige Ausnahmen hat das Ganze jetzt relativ gut funktioniert. Eine Bremsung war dabei. Also der Nebel war jetzt anscheinend kein großes Problem. Zu wenig anscheinend noch der Nebel. Zu viel Sicht noch. Es ist wirklich ja, nur leichter Nebel. Wir kommen jetzt zu meiner Ladesäule und schaut mal hier aufs Display. Wir haben hier 100 km/h Verkehrsschildererkennung. Wir sind hier in einem Gewerbegebiet, also hier darf man nicht 100 fahren. Aber das Auto kann es nicht erkennen. Wir sind immer noch bei 100 km/h Verkehrsschilderkennung. Biegen jetzt nochmal in eine Seitenstraße ein. Das Ganze wird noch enger. Und die Verkehrsschildererkennung bleibt nach wie vor bei 100. Ihr könnt es hier sehen an meinem Finger. 100 km/h hier im Gewerbegebiet. Also das Ganze funktioniert nicht perfekt. Das Auto sollte eigentlich wirklich hier in der Lage sein, das schon zu erkennen. Wir sind jetzt nicht mehr auf einer Landstraße, sind auch jetzt schon weit entfernt. Hier vorne haben wir ChargePoint, Electroverse. Hier werden wir jetzt kurz einmal schnell von 26% auf 60% laden. Das reicht mir wieder für die nächste Zeit. So, wir fahren rückwärts. Und ich hoffe, dass ich heute nicht über das Kabel falle, so wie beim letzten Mal. Und stopp.
So, heute passen wir mal auf, dass wir nicht über diese Kabel fallen. Verifizierung läuft. Rechter Stecker blinkt blau. Wir stecken an. Sind jetzt ca. 20 Minuten unterwegs gewesen. Keine Vorkonditionierung. Und ich denke, dass wir hier nicht viel Ladeleistung erwarten können. Schauen wir doch einmal, was haben wir denn heute? Ladung gestartet, jetzt hat es klack gemacht. Ja, das ist jetzt nicht so, 47, 50, sogar 60 sogar. Schauen wir mal am großen Screen hier. 60 kW Ladeleistung. Mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber es ist jetzt gar nicht so kalt. Während wir hier zu laden, Leute, gestern kam die Information auf X. Es wurde von Insidern verbreitet, dass möglicherweise die Pre-Production des Model Y Juniper in Shanghai in der Gigafactory starten wird. Und wir fragen uns natürlich jetzt, was hat das für Deutschland zu bedeuten? Und auf mein Video von gestern kam auch eine Meldung, dass anscheinend auch in Grünheide das Ganze jetzt schon vorbereitet wird und auch schon im Oktober möglicherweise noch zu einer Testproduktion kommen wird. Natürlich nur eine kleine Auflage von 15 Autos oder irgendwie so am Tag. Aber dass das Ganze Anfang 2025 dann zum großen Rollout kommen könnte, das Ganze wird möglicherweise immer wahrscheinlicher. Jetzt gehen hier die Laternen aus, weil es heller wird. Und wir fragen uns natürlich, was können wir erwarten von diesem neuen Auto? Also ich denke nicht, dass es ausreichend ist wie beim Highland Model 3 zum Beispiel mit einer Ambientebeleuchtung, bessere Sitze, bessere Dämmung, das Auto ist leiser. Ich will jetzt nicht Doppelverglasung sagen, sonst kommt der Olli wieder, ruft mich an und sagt, Sashi, wieso sagst du immer so oft Doppelverglasung und wieso immer alles verglast? Es ist einfach eine bessere Dämmung im kompletten Auto. Olli, ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig gesagt, dass du auch zufrieden bist da draußen. Also, bessere Dämmung, leiser, besseres Fahrwerk. Wird das reichen, um wirklich die Welt zu überzeugen, dass das Auto vielleicht wieder das beste Auto der Welt werden soll, das meistverkaufte Auto der Welt? Also, ich bin der Meinung, dass hier mehr passieren muss und vor allem bei den Akkus. Hier muss eine komplett neue Akkugeneration kommen. Gerüchten zufolge soll Tesla hier aber noch nicht so weit sein. Deswegen wird die Frage sein, kommt das Auto mit den gleichen Akkus wie momentan? Wird das dann eher wieder so ein Punkt sein, wo man sagt, man ist enttäuscht dann von diesem neuen Auto? Also für mich wäre es unglaublich wichtig, wenn hier ein Akku kommt, wenn hier nochmal ein Gamechanger kommt, schnelleres Laden, vielleicht noch mehr Kapazität. Und das wird am Ende vielleicht entscheidend sein für dieses neue Auto. So, wir laden jetzt hier mal fertig. Und ich denke, die nächsten Wochen werden sicher sehr, sehr interessant werden. So, wir halten hier jetzt nochmal schnell die Karte hin. Ja gut, also stabile 58 kW, 59 kW. Viele da draußen werden jetzt lachen, was willst du mit deiner Ladeleistung? Aber das ist halt bei dem Kattel LFP Akku ja normal. Bei diesen Temperaturen um 10, 12 Grad ohne Vorkonditionierung ist da nicht mehr drin. Deswegen bin ich gespannt, was Tesla liefern wird an Akkus für dieses neue Auto. So, 14 Minuten später haben wir doch fast 78 kW Ladeleistung, sind bei 50%. 10% laden wir noch und dann fahren wir wieder weiter. Also Leute, Autopilot ja, im Morgengrauen funktioniert eigentlich auch ganz gut. Eine Bremsung haben wir gehabt an einer Kreuzung, Zufahrt zur Landstraße. Das Auto hat kurz einmal nicht gewusst, was ist jetzt los. Also mit solchen Dingen muss man immer rechnen. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Wochen. Alles zum Thema Model Y Juniper. Kanal abonnieren nicht vergessen, Leute. Und wir sehen uns allerspätestens im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Servus.